Hallo, lieber Löwe, und herzlich willkommen zu deinem Februar-Karten-Reading. Februar 2022 steht an und ich begrüße dich hier auf meinem YouTube-Kanal für das Löwe-Reading. Dieses Reading ist für dich, wenn du Löwe bist, im Sonnenzeichen, Aszendent und/oder Mondzeichen, oder vielleicht interessierst du dich auch für jemanden, der vom Sternzeichen her Löwe ist. Auf jeden Fall geht es hier in meinem Kanal um das Thema Persönlichkeitsentwicklung, Lebenssinn, Lebensweg. Was sind die nächsten Schritte, um die eigenen Ziele zu erreichen? Nach dem Sternzeichen Löwe, und wir schauen gleich mal, was die Karten dir für den neuen Monat mit auf den Weg geben wollen. Wenn dich interessiert, welche Kartendecks ich dabei habe, hier habe ich sie einmal hingestellt, aber dann schau auch gerne in die Infobox unter diesem Video. Da habe ich sie dir alle nochmal aufgelistet, die ich heute dabei habe. Und ja, dort findest du auch alle anderen Links zu meinen Angeboten. Also vielleicht bist du ja am 12.02. dabei beim Einführungsworkshop ins systemische Aufstellen. Im März startet ja wieder die Jahresausbildung mit mir nach meiner eigenen Aufstellungsmethode. Und wenn du da mal reinschnuppern möchtest, ob das generell was für dich ist, 12.02. ist der nächste Termin dazu. Vielleicht sehen wir uns ja dort persönlich. Oder du möchtest vielleicht auch ein eigenes Kartenreading buchen, wo du sagst, naja, hier so allgemein auf YouTube ist ja schön und gut, aber nur für mich ist ja auch was Cooles. Dann findest du auch hier alle Buchungslink unter diesem Video in der Infobox. So, dann fangen wir mal an, die Karten zu mischen. Für den Löwen im Februar 2022. Wir gucken mal, was so das generelle Thema oder Motto oder der rote Faden in deinem neuen Monat für dich ist, lieber Löwe, im Februar 2022. Natürlich, das ist auch hier wieder ein allgemeines Reading. Also schau mal, welche Botschaften wirklich für dich sind, welche dich vielleicht nicht abholen. Erlaubt dir also auch wirklich hier durchzusortieren und zu sagen, ja, da fühle ich mich abgeholt, damit meint sie mich, nur damit jetzt nicht. Dann sortiere dir das einfach raus, was für dich stimmig ist oder nicht. Guck auch gerne bei deinem Aszendent und Mondzeichen vorbei. Da findest du vielleicht auch noch mal Informationen, die für dich vielleicht diesen Monat auch relevant sind. Und ja, ansonsten kannst du natürlich auch im Laufe des Monats öfter mal hierher zurückkommen, hier wieder mit reinschauen, weil vielleicht machen dann bestimmte Sachen, die ich sage, mehr Sinn zu Beginn oder beim ersten Mal anschauen. Da gibt es ja auch manchmal die ein oder andere Überraschung für dich. So, erste Karte für dich haben wir schon. Wir gucken mal, was hier noch für dich kommt, lieber Löwe. Im Februar 2022. So, ich mache mal hier runter. Wir haben einmal die Karte Status Quo für dich. Es geht um Lebenszyklen, und wir haben die Karte, passt natürlich hier sehr, sehr gut. Perfect Storm, the courage to step into life. Also spannende Kartenkombination. Also zum einen geht es darum, deinen Status quo anzuschauen und zu sagen, okay, wo bin ich oder wer bin ich gerade? Wo bin ich angekommen? Wo bin ich mal losgelaufen? Was hat sich ergeben? Was ist anders als vielleicht ja vor einem Jahr? Kann man sich ja mal anschauen, welche Schritte ist man gegangen, oder auch vielleicht hast du dir für dieses Jahr auch irgendwas vorgenommen, was du unbedingt in 2022 erreichen möchtest. Jetzt ist ja ein Monat schon um. Kannst du auch mal schauen, wie ist denn jetzt der Status quo davon? Was habe ich denn im ersten Monat schon erreicht, um meinem Ziel näher zu kommen? Gefällt mir das? Wie gefällt mir das vom Tempo her? Wie soll der Februar aussehen, damit ich weitere Schritte gehen kann? Dass du also aus der Bestandsaufnahme heraus nochmal schaust, sind die Ziele auch stimmig, und dann deine weiteren Schritte planst. Denn was der Rabe dir hier sagen möchte, ist, es ist in der Tat an der Zeit, seinen Mut zusammenzunehmen und die nächsten Schritte in das Leben reinzugehen, wo du hin möchtest. Und das kann ruckelig sein, das kann beunruhigend sein, für dich vielleicht sogar weniger als für dein Umfeld. Da kannst du ja mal hinschauen, ob das vielleicht auch was ist, was dich so ein bisschen ausbremst und nicht so vorangehen lässt, weil vielleicht eben auch da eine Sorge sein könnte, dass dein Umfeld komisch reagiert oder dass da ja vielleicht auch Loyalitäten in Frage gestellt werden, Stimmigkeiten in Frage gestellt werden. Auf jeden Fall sagt der Rabe, tauche ein in diesen Sturm, weil wenn man eintaucht, dann kommt ja auch die Ruhe zurück, und habe den Mut, die Schritte zu gehen, die du hier in deiner Vorarbeit eruiert hast. Also zwei Botschaften, wie ich finde, die sehr schön ineinandergreifen für dich, lieber Löwe. So, jetzt gucken wir mal, was die einzelnen Wochen für dich sagen, wenn wir hier nochmal eintauchen möchten und sagen, okay, das war jetzt die übergeordnete Botschaft, die dich in diesem Monat begleiten wird.
Was haben wir denn als Tipps, als Rat, als Hinweis in den einzelnen Wochen für unseren Löwen im Februar 2022? Und wir haben hier die Karten für Woche 1, für Woche 2, für Woche 3 und für Woche 4. So. In Woche 1 haben wir die Liebenden und die 6 der Schwerter. Und wenn wir uns das mal anschauen, dann geht es in der Tat darum, Aufbruchstimmung zu spüren hin zu den Dingen, Situationen, vielleicht auch Menschen, die du liebst. Ja, also für den einen oder anderen stehen da Entscheidungen ins Haus, wirklich zu sagen, ich breche auf, wie die Sturmkarte hier uns auch gesagt hat. Ja, ich breche auf zu neuen Ufern, ich breche auf zu einem neuen Ich, verliebe mich praktisch wieder selbst in mich, in meinen Weg, in meine Ziele, in Ziele, die mir gehören, statt Ziele, die andere haben, zu erfüllen und für die zu arbeiten. Zu schauen, was ist denn so mein Weg, statt es immer nur allen anderen recht zu machen. Also hier geht es weniger darum, also ja, für den einen oder anderen Löwen kann auch sein, dass eine neue Partnerschaft ansteht, dass da Aufbruchstimmung irgendwo herrscht, vielleicht ein neues Level an Partnerschaft erreicht wird. Das kann schon sein, aber ich lese ja eher unter dem Persönlichkeitsentwicklungsaspekt und würde dann eher sagen, es geht darum, dich wieder in dich selbst zu verlieben. In dich, deine Ideen, deinen Weg, das Feuer, das du vielleicht mal hattest, wieder zu entdecken, das vielleicht so ein bisschen ausgegangen ist, eine Flamme, die vielleicht so ein bisschen vor sich hin lodert, wieder zum Brennen zu bringen und dich in deinen neuen Weg und die neuen Horizonte, die du ja irgendwie schon im Blick hast und definitiv auch hier mit der Status Quo-Karte dir wieder ins Gedächtnis rufst, anzusehen und auch anzugehen. So, wir haben den Buben der Münzen und die 9 der Schwerter für dich, also der Bube der Münzen, der eben auch neue Gaben und Talente entdeckt und nutzt. Also vielleicht steht irgendeine Weiterbildung für dich an. Vielleicht hast du auch gerade schon eine Weiterbildung gemacht oder eine Ausbildung gemacht, bist dabei, die abzuschließen und traust dir vielleicht selber noch nicht so ganz über den Weg, ob du das gut genug kannst. Und hier haben wir ganz spannenderweise die 9 der Schwerter mit im Spiel, die sagt, kannst du mit dem Scheiß mal aufhören, dich selber in Frage zu stellen? Wir haben uns doch in Woche 1 dafür entschieden, uns selbst zu lieben und unsere neuen Horizonte auch zu erobern und dahin aufzubrechen. In den Schritten, die es eben auch braucht, ja, in unserer Hauptbotschaft. Und hier geht unser Bube also los und sagt, ja, doch, ich kann das. Und ich kann da was draus machen. Das ist echt cool. Und auch anzuerkennen, dass alles, was dich zurückgehalten hat, bisher eine Illusion ist. Also aufzuwachen aus dem Albtraum, kann man fast sagen, zu sagen, nee, Moment mal, ich bin doch ausgerüstet oder beziehungsweise wüsste ich, was mir noch fehlt, um mich besser gerüstet zu fühlen, dann mache ich das, dann mache ich das nochmal. Vielleicht ist es auch mein Aufstellungsworkshop am 12.02. für dich, vielleicht fühlst du dich gerufen, mal in diese Methode einzutauchen, kann ja sein. Wie gesagt, Link unten drunter. Aber definitiv geht es darum, anzuerkennen, dass deine Ängste, Zweifel, das, was dich zurückhält, vielleicht gut geprobte Ausreden sind, denen du nicht länger glauben solltest. Das ist dein Thema für Woche 2. In Woche 3 haben wir das Gericht und die 9 der Stäbe. Vielleicht ereilt dich eine bestimmte Botschaft, eine bestimmte Information, die dir hilft, dieses Feuer, von dem ich gerade sprach, zurückzuholen, diesen Drive, dieses, was so ein bisschen eingeschlafen ist, wieder zu erwecken, dem Ruf zu folgen. Vielleicht inspiriert dich irgendwas, was du liest, was du hörst, eine Nachricht, auf die du schon länger gewartet hast. Vielleicht kommt auch irgendwo eine Antwort rein. Vielleicht sind es auch Ideen, die du empfängst, wo du sagst, okay, die verfolge ich jetzt, das mache ich jetzt mal wirklich. Vielleicht bist du auch derjenige, der anderen diesen Weckruf gibt und für andere was erstellt, was denen hilft, wieder mehr Farbe, Kreativität und Lebensfreude in ihr Leben zu bringen. Also guck mal, lieber Löwe, was davon für dich eher stimmig ist in Woche 3. Vielleicht ist es auch beides. Du bringst die Farbe in dein Leben, indem du anderen Farbe bringst. Du bringst dein Feuer in dein Leben, indem du anderen Feuer in ihr Leben wiederbringst. Neue Inspiration. Das bedingt sich dann miteinander. In Woche 4 wirst du aufgefordert, ganz klar die Entscheidung zu treffen, deinen Platz einzunehmen, deinen Platz in der Gesellschaft, deinen Platz im Leben. Das, was hier noch so ein bisschen, ja, entscheid dich für dich selbst, für die Liebe zu dir selbst und deinen Weg. Vertrau auf das, was du kannst. Ja, geh die Schritte und hier
Entscheide dich dafür und es ist deine Entscheidung, ob du den Thron deines Lebens einnehmen möchtest oder noch nicht. Deine Entscheidung, aber tendenziell geht es darum, ja, bitte entscheide dich doch dafür. Du weißt, was du kannst, du weißt, wo du herkommst, du weißt, was du gelernt hast, du fühlst dich da sicher, dir kann man nicht so schnell was vormachen. Du bist soweit, du bist bereit loszulegen, also bitte vertrau doch auf dich selbst, du bist gut gewappnet. Und wenn wir uns die Herrscherkarte nochmal anschauen, selbst wenn der mal unsicher werden sollte, so ein Herrscher hat gute Berater an seiner Seite. Der muss ja nicht alles alleine machen. Und das finde ich, ist eine sehr zuversichtliche Botschaft, lieber Löwe, um deine Mähne zu kämmen, deine Schultern zu straffen und mal in den Dschungel zu brüllen. Steppe, ich glaube, Löwe lebt nicht im Dschungel. Ich weiß immer nicht, wo die Viecher leben. So, was haben wir denn als abschließende Botschaft für dich, lieber Löwe? Was haben wir denn hier, was die Karten dir noch sagen wollen? Ja, die Ameise kommt daher, die sagt, Zeit, um zusammenzuarbeiten, die Puzzleteile zu einem kompletten Bild zusammenzusetzen. Also auch hier, du musst es ja nicht alleine angehen, du kannst dir Berater an deine Seite holen. Und ja, wie in so einem Ameisenhaufen, die haben alle das gleiche Ziel, die ziehen an einem Strang. Also achte auch hier nochmal darauf, dass du von den richtigen Menschen umgeben bist, die dich auf deinem Weg unterstützen, die hinter dir stehen, die dir helfende Hände reichen, statt alles alleine zu machen oder dich eben auch von den falschen Wegbegleitern zurückhalten zu lassen. So, dann, was haben wir denn als letzten Rat? Da haben wir zwei Karten. Zum einen geht es um Guidance is available to me now. I know that angels, ancestors and spirit guides are always at hand. I do not walk alone. Ja, also Rat ist immer für dich da. Du weißt, dass Engel, deine Vorfahren, da kommt die Aufstellungsarbeit wieder ins Spiel, oder eben auch deine Seelenführer an deiner Seite sind. Und du weißt, dass du niemals den Weg alleine gehen musst, sondern du wirst immer beschützt und beleuchtet, und hast immer Rat und Tat an deiner Seite. Die zweite Botschaft, die hier rausgefallen ist, spricht, glaube ich, eher für die erste, also für die Karten der ersten Woche. I cherish every cell in my body. Also ich, ja, bete an, ich liebe jede Zelle meines Körpers. Und wenn wir sagen, verliebe dich wieder in dich selbst, dann eben in dich komplett. Mit dir, deinem Körper, deinen Ideen, deinem Geist, deinen Gaben, deinen Talenten, mit allem, was dir an dir gefällt, mit allem, was dir nicht an dir gefällt, denn du bist so, wie du bist. Und ja, ich wünsche dir von Herzen, lieber Löwe, dass du dir einen grandiosen Monat machst, dass du da eintauchst, dass du anfängst, deine Ideen wirklich zu verwirklichen und damit ganz, ganz viel Gutes, ganz, ganz viel Licht in diese Welt bringst, in deine Welt, aber eben auch in die Welt der Menschen, die du erreichst. Und ja, danke dir hier fürs Zuschauen. Wünsche dir einen tollen Februar. Wenn dir das Video gefallen hat, klick auf Gefällt mir. Schreib mal in die Kommentare, wie das mit dir resoniert. Vielleicht auch im Laufe des Monats anders als zu Beginn des Monats. Abonniere meinen Kanal, wenn du es nicht schon getan hast. Teil mit deinen Freunden, dass es mich hier gibt, wenn sie sich für Sternzeichen, Kartenlegen, Horoskope interessieren. Oder Persönlichkeitsentwicklung im Großen und Ganzen. Vielleicht sehen wir uns persönlich am 12.02. beim Einführungsworkshop Systemisches Aufstellen. Und vielleicht ist dir aufgefallen, hier unten in der Infobox gibt es auch einen Spendenlink, einen Donation-Link. Wenn du sagst, Mensch, ich lasse da Denise Trinkgeld da, die macht das hier ganz cool, freue ich mich natürlich riesig und sage auch von Herzen Danke an alle, die diesen Spendenlink auch in der Vergangenheit schon genutzt haben. Vielen, vielen Dank dafür. Ich freue mich über eure lieben Worte, über die Spenden. Ganz, ganz highly appreciated. Vielen Dank. Und ja, bis zum nächsten Mal. Deine Denise.